Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Jo, wir haben Crow besiegt. Da hinten liegt er. Er ist nicht mehr. Das wird vielleicht auch Stahlbart freuen. Riesennehmer erhalten. Kristallkopf. Aha. Erhalten. Vielleicht können wir auch hier drinnen für uns noch was looten. Mal schauen, was wir da jetzt gekriegt und bekommen haben. 35 bis 50. Hiebgeschichte. Stichwaffen. Eine Wurfwaffe der Titanen-Dingens. Ja. Ich würde sagen, nehmen wir doch den. So. Und wir haben eh gespeichert. Crows Waffe. Auch nicht schlecht, ja. Nehmen wir doch den hier und ja, schauen wir uns doch hier ein bisschen. Proviant wäre auch nicht schlecht, wieder ein bisschen was zu machen. So, geht das? Ich habe nämlich gerade keine Ahnung, wie viel wir noch haben. Ich würde sagen, da machen wir mal einen. Dann haben wir da auch nur noch 5. Hier vielleicht 5. Und da auch 5. So, das müsste wieder reichen. So, dann looken wir nochmal. Ja. Wir waren ja streng gesehen schon mal hier. Looken wir noch da rein. Ob wir da noch was Tolles finden. So. Es wäre ratsam, hier zu speichern. Dann looken wir doch mal. Die Fassung kommt da rein. Okay, wahrscheinlich der Kopf. Der Kristallkopf. Was haben wir denn da? Ein Sarg? Irgendwie kein Kämpfer. Was haben wir da drinnen? Außer wieder Feinstaub. Saphir und ein Idol. Nehmen wir sehr gerne mit. Haben wir hier noch irgendwas im Dunkeln? Warte, ich nehme eine Fackel. So, jetzt seht ihr nämlich auch mal besser. So, vielleicht hier. Schmuck des Kriegers. Ritual 15, Goldwert 150. Besiegt ein Krieger einen ehrenhaften Feind, wird ihm zu Ehren solch ein Schmuck angefertigt. Und ein Jadestein. Okay. Was war hier noch? Narrenkappe. Ein Schwammerl. Noch eins vielleicht? Nope. Okay, was haben wir da drin? So, Sandschädel und noch ein Idol. Alles klärchen. Und was haben wir? Aha, das geht so im Kreis herum wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, wir platzieren doch die Idole hier. Und ich würde sagen, wir speichern das auch mal auf hier. Und hier vielleicht noch. Was für ein Viech. Okay. Passt. Das war doch mal eine Ausbeute, oder? Selbstverständlich nehmen wir das auch mit. Und das auch. Und selbstverständlich vorne den Kopf. So. Nicht schlecht. Momentan noch keine einzige Falle. Aber ich halte meinen Daumen schon mal bereit. Aha, den kann ich nicht mehr mitnehmen. Schade. Und das hier war sowieso nur im Kreis, ne? Also da kommt man wieder da runter. Runter. Ja. Das passt schon so. Alles gut. Warte. Ist hier noch was? Nein. Hat nur so ausgeschaut. Gut. Dann haben wir hier alles mitgehen lassen. Was nicht nied- und nagelfest ist. Das ist wieder mal dann später sehr gut für unser Geldbeutelchen. So. Dann würde ich sagen, wir reden noch mit Charlie. Das war ja ein voller Erfolg.
Und dann werden wir, denke ich, mal ins Dorf zurückkehren. So, schön speichern. Auf hier drauf. Ja. Ciao. Hey, Pirat. Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Chi, wir hatten ja auch einen guten Plan. Und du hast, was du wolltest. Den Speer. Deshalb bin ich hergekommen. Dann wirst du nun gehen. Ei, was ist mit dir? Ich kann den Weg nicht sehen, der vor mir liegt. Doch es ist noch nicht vorbei. Du musst jetzt gehen. Alles klar. Skinner! So, da wird sich Bart Simpson freuen. Oder wird jetzt traurig sein, weil er keinen mehr hat, der sich so schön ärgern lässt. Wie der Skinner! So, und den natürlich rauben wir die Piraten aus, das ist eh ganz klar. Das ist sonnenklar, da nehmen wir alles mit. Den Kerl hatten wir noch nicht. Proviant erhalten. Naja, viel hatte der jetzt nicht, der arme Tropf. So, den Säbel nehmen wir noch mit. Und gut ist, ich glaube, wir haben alles. Die haben wir ja ausgeraubt, da müsste es passen. Der hatte sozusagen nichts, ne? Wir kehren zurück zu den Shaganombi. Du musst deinen Weg gehen. Ah, okay, bleiben jetzt einfach hier stehen. Ich wollte nur schauen, ob dieser Erdhaufen hier noch irgendwas für uns gehabt hätte. So, vielleicht ein Golemherz oder so, ne? Irgend sowas vielleicht. Aber nein, wir sind hier fertig. Das ist auch nicht schlecht. Ich speichere nochmal, weil wir doch so brav gelootet haben. Dann würde ich sagen, was machen wir jetzt? Logbuch wäre mal nicht schlecht, ne? Der Schatz von O'Brien. Der war ja ganz woanders. Das ist alles woanders. Ich denke, wir können mal getrost zurück zum Stahlbad. Oder wir gehen angegriffen wirst. Ist er angegriffen? Wer greift mich denn an? Keine Sau greift mich an. Vielleicht ist es wegen dem Gebiet hier. Vielleicht muss ich einfach das Gebiet verlassen hier. Und dann geht es vielleicht weiter im Spiel. Das könnte sein. So, einfach mal. Ah! Hast du den ganzen Krach hier veranstaltet? Nein. Während ihr in Ruhe das Fass geleert habt, habe ich die Titanenharpune besorgt. Gut, dann brauchen wir nur noch die anderen Artefakte. Was? Wenn wir Mara besiegen wollen, brauchen wir 4 Waffen. Bitte die was? Die Titanenharpune hast du. Ich habe das Amulett der Erde. Jetzt holen wir uns die anderen beiden Artefakte. Hast du das Amulett bei dir? Woher weißt du das alles? Ach, er ist schon alt. Der weiß sowas. Hast du das Amulett bei dir? Hast du das Amulett bei dir? Nein, ich habe es gut versteckt. Mhm. Wir werden es holen, wenn wir die anderen Artefakte haben. Mhm. Woher weißt du das alles? Hast du jemals vom legendären Schatz des Wassertempels gehört? Nein. Ich war einer von 4 Kapitänen, die die Lage des Tempels kannten. Wir hatten beschlossen, gemeinsam den Tempel zu plündern und den Schatz zu teilen. Und als wir gerade dabei sind, alles einzusacken, wacht diese Hexe Mara auf. Hat wohl im Tempel geschlafen oder sowas. Ich dachte, sie greift uns an, weil wir ihre Sachen gemobst hatten. Aber sie wollte, dass wir alles behalten und für sie arbeiten. Crow hat sofort zugestimmt. Aber ich habe mich hier widersetzt. Das hat die alte Hexe wirklich wütend gemacht. Das kann ich dir sagen. Sie hat mir sogar den Kraken auf den Hals gehetzt. Das Amulett habe ich natürlich behalten. Was ist mit den anderen beiden Artefakten? Das besprechen wir, wenn wir auf dem Schiff sind. Ja, jetzt erzählst du mir erstmal, ne? Wie du Crow fertig gemacht hast. Herzlich willkommen zurück. Ja, ja, es ist schon wieder soweit, ne? Wir haben jetzt noch 20 Minuten und die möchte ich ehrlich gesagt auch gerne nutzen dürfen. Mal schauen, ob das Spiel uns das erlaubt. Ich werde mal die Fackel wegschmeißen, um eventuelle Bugs wieder zu vermeiden. Ja. Ich werde auch gleich das Gespräch hier. Hast du den Gat? Wäre ihr in Ruhe? Gut. Was? Wenn wir die jetzt holen. Das Amulett bei Was dir. Na, woher war. Ja, ist ein bisschen nervig. Ich werde jetzt dann wieder das Aufnahmeprogramm wechseln, wenn es möglich ist. Das Amulett habe ich natürlich. Was ist mit den anderen? Das besprechen. Ja. Jetzt erzählst du mir erstmal, wie du Crow fertig gemacht hast. Ja. Hoffentlich klappt das jetzt. Ja. Du hast ihn mit seiner eigenen Harpune erledigt?
Das ist gut. Potzblitz! Oh. Nein! Mein Schiff! Mein Schiff! Reden. Wir kriegen das wieder hin. Es war mein Fehler. Ich habe das Amulett genommen und Mara geweckt. Das Amulett? Wo hast du es versteckt? Garcia, die anderen Kapitäne. Du musst sie finden. Schon gut. Antigua, du musst nach Antigua drehen. Er hat den Dolch. Ei, ei, Captain. Patty, meine Liebe. Jedem einzelnen Sein ihrer sechs Tentakel. Den sollten wir nicht hier liegen lassen. Nimm du ihn. Gut. Ich schwöre, ich werde nicht eher ruhen, bis dieses Miststück tot ist. Ja. Und wenn ich dafür bis in die Hölle segeln muss, ich bringe sie um. Mein Vater hat einen Weg gefunden, dieses Miststück zu vernichten. So wie es aussieht, brauchen wir dafür die vier Waffen, von denen er sprach. Wir kommen hier nicht weg. Wir haben kein Schiff. In Puerto Isabella liegt die Black Betty. Wir sollten mit Sebastiano reden. Gut, geh du voran. Ich folge dir. Ruhe in Frieden, Vater. Ach Gottchen. Das Hör mal, ich glaube, das Ruderboot liegt noch in der Bucht. Damit könnten wir an der Küste langfahren. Dann okay. Müssen wir nicht den ganzen Weg laufen. Das ist eine gute Idee. Ach, Starbart. Das kann's ja echt nicht sein. Jetzt haben wir echt seinen Starbartshut. Ach, Mann. Würde uns echt gut stehen. Momentan behalten wir noch den auf. Da er ein kleines bisschen mehr Rüstung gibt. Sollten wir irgendwas zum Einschüchtern mal brauchen, können wir uns seinen Hut ausborgen. Boah, ist das schlimm. Jetzt gibt's Starbart nicht mehr. Ach, ist das furchtbar. Ach, Mann. Aber er hat einen schönen Platz bekommen. Als Grab. So, jetzt ist die Frage, wo das Ruderboot ist, ne? Ich werde auf jeden Fall mal speichern. Nein, nicht laden. Ich will speichern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, hier drauf. Ich bin jetzt gerade ein bisschen betrübt, ehrlich gesagt. Mei, ist das schlimm. Aber so ist es nun mal. Mit Göttern kann man sich schwer anlegen. Ruderboot. Betty, wo hast du das gesehen?
da drüben, oder? Ich gehe schon wieder durch, nicht? Irgendwo ist da ein Ruderboot, ne? Das ist jetzt hier gemeint gewesen, oder ein Stück drüben? Ein Stück weiter drüben, ne? Hier ist nichts, tote Hose. Mehr ist da nicht. Nee, es ist noch ein Stück weiter drüben, alles klar. Boah, ey, es ist so hart. Aber sie wird dafür büßen. Wir werden jeden einzelnen ihrer dreckigen Tentakeln ausreißen. Diese dreckige Mistkuh. Aber Stahlbart hat recht. Er hat sie geweckt. Das war auch nicht sonderlich schlau. So, Ruderboot. Lol, das sind noch Teile vom Schiff. Na toll, es ist seine gesamte Mannschaft kaputt, ne? Zur Stadt rudern. Na, es ist so grob. Oh, Moment. Chani? Chani! Endlich sehe ich dich wieder. Warum bist du hier vor der Stadt? Ich brach das Gesetz der Shaganumbi und wurde verbannt. Aber wir haben deinen Stamm gerettet. Mein Vater hatte keine Wahl. Es ist das Gesetz der Shaganumbi. Ich habe mich dem Chaka widersetzt. Lass uns nicht mehr davon reden. Wie ist es dir ergangen? Captain Stahlbart ist tot. Captain Stahlbart ist tot. Das ist der Captain, mit dem du hierher gekommen bist? Genau. Leider konnte er mir nicht mehr sagen, wo er das Amulett versteckt hat, das wir im Kampf gegen Mara brauchen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ihn zu fragen. Es ist eine Legende. Die Insel der Toten. Dort gibt es einen Weg in die Geisterwelt. Dort kannst du mit dem Geist deines Captains reden. Interessant. Ich habe Mara gesehen. Mara? Hast du gegen sie gekämpft? Das feige Miststück ist geflohen. Es ist der Shihoko Tiwa. Sie fürchtet ihn. Beim nächsten Mal wird sie mir nicht entkommen. Und was hast du jetzt vor? Ich hatte gehofft, dich hier zu treffen. Ich will mich dir anschließen. Wir werden diese Küste bald verlassen. Wohin willst du gehen? Wir stellen uns dem Kampf gegen Mara. Wir haben einen Plan, wie wir sie vernichten können. Du bist ein mutiger Tonka. Ich werde dir folgen, wenn du es wünschst. Ja, bitte gerne. Komm mit. Komm mit. Ja. Das ist ja cool. Ich meine, bitte, was soll uns jetzt noch passieren? Wir haben hier zwei Mädels an unserer Seite. Bitte, zweimal Frauenbauer. Mara kann einpacken. Oh, dich gibt's ja auch noch, Hopkins. Ich habe Crow besiegt. Ich habe Crow besiegt. Captain Crow? Mhm. Er ist nicht mehr. Mhm. Ei, Captain. Dein Leben war so finster wie deine Pläne. Na, wie geht's? Na, wie geht's? Bis jetzt tut sich nichts. Ich warte noch ab. Willst du einen Grog? Willst du einen Grog? Klar doch. Du bist in Ordnung. Können wir dich ich schulde mitnehmen? Dir was. Wahrscheinlich nicht. Na gut, vielleicht später, bevor wir abreisen. Vielleicht kommt er dann mit. Aber er kann nicht mehr in die Stadt, ne? Wir müssten ihn quasi... Hey, aufsammeln. Du hast es ja ganz schön krachen lassen, du Held. Ich hab schon gedacht, der ganze Tempel fliegt in die Luft. Woher weißt du, dass ich das war? Es hat sich rumgesprochen, dass sich ein Pirat bei den Molukken rumtreibt. Und als ich dich sah, wusste ich, du hast im Tempel Bambule gemacht. Das kann man wohl sagen. Was macht die Hexe hier? Keine Sorge. Jetzt, wo Crow tot ist, werdet ihr erstmal keine Probleme mehr mit den Eingeborenen haben. Außerdem bürge ich für sie. Alles klar? Natürlich. Weitergehen. Sehr gut. Dann werden wir das mal speichern. Du liebe Zeit, ne? Tschüss. Ach, um Stahlbart tut's mir gerade echt leid. Aber bitte, wenn wir ihn bei der Insel der Toten wiedersehen können. Ich glaube, Chani hat gerade Probleme. Sie will ihn ablenken, wahrscheinlich so irgendwie. Keine Ahnung. Ach ja. Ah ja, apropos, wie schaut's eigentlich mit unserem Geld aus? Wir haben noch genug Geld. Wir haben allen Grog versoffen. Ein bisschen Rum haben wir noch. Ich glaube, ich gehe noch mal... Ah, das ist jetzt die Chani. Ich hörte, beim Tempel hat es einen Kampf gegeben.
Ei. Und? Was ist jetzt? Ist es hier sicher oder werden die Titanen kommen und das Land zerstören? Momentan sind wir sicher. Man kann sich nie sicher sein. Na, momentan ist alles okay. Momentan sind wir sicher. Dann ist noch nicht alles verloren. Das ist gut. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Ich nehme noch mal eine Portion grob mit. Und rum. Wir haben 9 Stück. Ich würde sagen, ich nehme nur 3 mit. Das muss reichen. Dann haben wir wieder 12. So, dann gehen wir zu Sebastiano. Servus, Miguel. Ich habe wirklich viel zu tun. Später vielleicht. Ja, ich dachte nur, vielleicht will er noch was quatschen mit uns. Lobeshymnen über uns singen oder so, ne? Nix da. So, da la 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 la. Die jausen dann alle mal. Scheinbar Mittagszeit. So, jetzt sind wir schon mal hier. Ist natürlich wieder speicherungswürdig, ist eh ganz klar. So. Hallöchen. Hey, Sebastiano, du? Ich habe die Titanenwaffe. Jetzt brauche ich ein Schiff. Ja. Nicht so schnell. Ich habe den Hohen Rat über deine Mission informiert. Mit großer Sorge wurde zur Kenntnis genommen, dass Kommandant Carlos dich ohne Befehl losgeschickt hat. Es wurde entschieden, die Mission zu beenden. Aber ich hab's geschafft. Auch dieser Fall wurde in Betracht gezogen. Diesbezüglich habe ich neue Befehle erhalten. Wir werden Puerto Isabella nicht verlassen. Und du wirst uns die Waffe übergeben. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss die Waffe zu Carlos bringen. Wir haben eine Chance, Mara zu besiegen. Wir müssen sie nutzen. Natürlich, Kommandant. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Willst du dich einem direkten Befehl des Hohen Rates widersetzen? Bring die Waffe zur Waffenkammer unten am Hafen. Sprich mit Benito. Er soll sie wegschließen, bis der Hohe Rat entschieden hat, was damit zu tun ist. Hawkins. Hawkins. Der Mistkerl ist abgehauen. Und das hat er nicht alleine geschafft. Nein, er hatte Hilfe. Na sowas. Keine Sorge, wir werden den Kerl schon finden. Ich habe Alcazar mit der Untersuchung beauftragt. Na, dann ist dieser Fall ja schon so gut wie aufgeklärt. Genau. Es ist nur eine Frage der Zeit. Scheiße. Wie viel Pech kann man haben? Wie mache ich mich? Warte hier. Sieht so aus, als wenn wir hier nicht so schnell wegkommen. Sieht so aus, als wenn wir hier nicht so schnell wegkommen. Ich hab's gehört. Komm, wir gehen runter zum Hafen. Na toll. Irgendwelche Vorschläge? Irgendwelche Vorschläge? Nein, vielleicht später. Alles klar. Ist ja schrecklich, ey. Bleib einfach schön bei mir. Ja, ja. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass wir das Schiff entern werden. Aber das ist nur ein Gefühl. Das wäre noch schön gewesen. Warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Da ist noch eine Truhe, glaube ich. Ne? Die haben wir noch nicht geöffnet. Nehme ich die hier. Oh, da fehlen mir noch 5. Warte. Warte ganz kurz. So, ich hätte drin bleiben können, ich Trottel. Kugelsicher. Warte, haben wir da nicht irgendwas mit Diebeskunst plus? Nein. War das ein Ring? Es war ein Ring. Falsche Richtung. Psst, leise, Gianni. Verrat mich nicht. So. Dann schauen wir doch mal, was es hier drinnen Schönes gibt. Schau, die war einfach. Rum, Proviant und Gold. Gerne, nehmen wir gerne mit. Für oben, da brauchte man, glaube ich, 75 oder so. Das lasse ich jetzt erstmal. Sehr gut. Da, wir haben nichts gespitzt. Jo, gehen wir. Das ist aber auch gleich wieder speicherungswürdig. So.
du jetzt vor, Hübsche? Du willst nicht ernsthaft diesem Schwachkopf die Titanenharpune überlassen? Nicht wirklich. Das ist gut. Ich habe nämlich einen Plan. Was hast du vor? Wir kapern das Schiff. Das war klar. Bist du übergeschnappt? Rede weiter. Na, rede weiter. Red weiter. Ich habe mir alles genau überlegt. Wir müssen die Wachen loswerden. Das machen wir am besten zum Schluss. Vorher müssen wir die Kanonen sabotieren, damit sie uns nicht hinterherballern, wenn wir aus dem Hafen segeln. Wir müssen darauf achten, dass genug Wasser an Bord ist. Und wir brauchen natürlich eine Crew. Mit Chani sind wir schon zu dritt. Ein Mann fehlt uns also noch. Zu viert sollten wir in der Lage sein, die Black Betty zu steuern. Alles klar. Wie können wir Kanonen sabotieren? Wie können wir die Kanonen sabotieren? Nimm dir ein paar rostige Nägel und hau sie in die Zündlöcher. Dann sind sie nur noch so gefährlich wie ein Suppenlöffel. Hier! Gut, ich kümmere mich darum. Welche Kanonen muss ich sabotieren? Welche Kanonen muss ich sabotieren? Soweit ich das überblicken kann, gibt es 4 Kanonen, die unsere Flucht verhindern. Die 3 Kanonen im Hafen und eine auf dem hinteren Turm beim Haupthaus. Wenn es dir gelingt, die zu sabotieren, kann uns nichts mehr passieren. Wie viel Wasser brauchen wir? Wie viel Wasser brauchen wir? Genug für ein paar Tage. Wir können es wohl kaum selber an Bord schleppen. Das dauert zu lang. Du musst dafür sorgen, dass das Schiff beladen wird. Und wie soll ich das anstellen? Lass dir was einfallen. Darin bist du doch ganz gut, kleiner Held. Mhm. Ja, Herzchen. Ich habe den Piraten aus dem Turm befreit. Worauf wartest du dann noch? Hol ihn her. Er treibt sich garantiert noch in der Nähe der Stadt herum. Großartig. Sag mal. Dann werden wir mal speichern, ne? Wie hast du meinen kleinen Helden eigentlich kennengelernt, hm? Er kam in unser Dorf. Und? Er hat uns geholfen. Und was noch? Ich verstehe nicht. Was habt ihr beide so gemacht? Aha. Wir haben den Titanen besiegt. Der Tonka, den du kleiner Held nennst, ist sehr mutig. Das kann man wohl sagen. Betty ist eifersüchtig. Ist das cool. Wir haben hier doch jemanden ein Fleischpaket gegeben. Vielleicht mein hilft er Platz uns. Ist jetzt hier. Ach verdammt, das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Kannst du uns helfen? Ich glaube nicht. Kannst du uns helfen? Du hast es geschafft. Du hast dieses Monster getötet. Ja, so viel dazu. Dann werden wir wohl zuerst mal mit Hawkins reden. Na, was hat der jetzt gehabt? Wahrscheinlich eingepennt. So, vielleicht möchte sich uns hier anschließen. Was will er denn da alleine? Ich brauche noch mehr Leute für mein Schiff. Ich brauche noch Leute für mein Schiff. Du hast ein Schiff? Es liegt im Hafen der Inquisition. Also verrückt genug für einen Captain bist du ja schon mal. Also, kommst du? Ich soll einfach mit dir zusammen da rein spazieren. Sobald mich die Wache sieht, gibt's Ärger. Eben. Das ist dir doch klar. Nicht, wenn sie denken, du wärst mein Gefangener. Könnte klappen. Komm mit. Komm mit. Gut. Schließt sich dir an. Wie schön. Unsere kleine Gruppe wächst ja. Hey, das ist doch der Gefangene. Alles klar. Ich habe ihn wieder eingesammelt. Dann ab mit ihm in den Turm. Mhm. Richtig. Aber nicht den Turm. Der kommt aufs Schiff, mein Lieber. Wir sollten schlafen gehen. Ich gehe mal kurz ins Bettchen. Ui, ich habe jetzt bis Mittag gedrückt. Entschuldigung, ich wollte in der Früh. Ist ja wurscht, das ist wenigstens heller. So. Das ist gut für unsere müden Knochen. So, lala. Meine Damen, ihr bekommt einen tollen Smoothie. Glaube ich, so sagt man, oder? Smoothie. Ich bin so gut in sowas. Ich habe Hawkins angeheuert. Sehr gut. Damit haben wir genug Leute. Jawohl. So, dann sind als nächstes die Kanönchen dran. Doch zuvor muss ich mal glübschen, wie spät es denn schon wieder ist. Och Gottchen, der Part ist wieder zu Ende. Na gut, dann machen wir das im nächsten Part. Der wird dann, wenn ich es nicht vergessen habe, 20 Minuten sein. Außer ihr hättet es gern noch kürzer, dann müsst ihr es mir bitte in die Kommentare schreiben. Oder eine persönliche Nachricht schicken. Über YouTube zum Beispiel. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut und wie
wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.